Änderungsantrag interfraktionell, der uns jetzt eingebracht werden könnte, wenn es sich jemand fände, der es täte? Naja, ist nicht gerade schön in der Fraktionsrunde, weil es dann doch schon eine relativ komplexere ist. Aber ich kann Sie nicht nötigen dazu. Dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde und das würde die CDU beginnen. Wird das Wort gewünscht? Sehe ich nicht. Dann Fraktion Die Linke, Frau Baku. Ja, ist das Mikro an? Jetzt. Ja. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, es geht in der Vorlage um die Umsetzung der Istanbul-Konvention in Dresden. Das bedeutet also die Erweiterung des bestehenden Hilfesystems zur Bekämpfung von häuslicher bzw. sexualisierter Gewalt. Häusliche Gewalt und sexualisierte Gewalt kann jede und jeden treffen und sie kommt in allen Schichten vor. Es gibt keine gesellschaftliche Gruppe, die davon verschont bleibt. Wie jedoch Betroffene aus Gewaltsituationen sich herauslösen können oder auch Gewalterfahrungen verarbeiten können, ist dann doch jeweils nochmal unterschiedlich. Daher muss auch das Hilfesystem in der Stadt so gestaltet werden, dass alle Betroffene, und zwar insbesondere auch diejenigen, die nicht über ein großes Netzwerk oder Ressourcen verfügen, dort ankommen und dort Unterstützung finden. Auch wenn häusliche Gewalt und oder sexualisierte Gewalt jede und jeden treffen kann, gibt es dennoch Gruppen, die ein besonders hohes Risiko haben, von dieser Gewaltform getroffen zu sein. Beispielsweise sind das Frauen mit Behinderung, queere Personen oder auch Menschen mit Migrationsgeschichte. Die Vorlage beschreibt sehr gut, dass für einige dieser Personengruppen das bestehende Hilfesystem nicht passt und erweitert werden muss. Partnerschaftsgewalt, häusliche Gewalt ist mehrheitlich Gewalt gegen Frauen, die mehr als 80% der Betroffenen ausmachen, wenngleich aber auch Männer Opfer häuslicher Gewalt werden. Vor wenigen Wochen hat das sächsische Justizministerium eine Studie veröffentlicht, die das Ausmaß der Betroffenheit sexualisierter Gewalt und oder häuslicher Gewalt gegen Frauen in Sachsen untersucht hat. Die Ergebnisse, die zutage gefördert wurden, ähneln denen von früheren Studien, nämlich, dass es eine äußerst verbreitete Form von Gewalt ist, die insbesondere Frauen trifft. So haben sexualisierte Gewalt in Form von Zwang zu sexuellen Handlungen 30% der Studienteilnehmerinnen bereits erlebt. Die Täter waren fast ausschließlich männlich und der Tatort war meist das eigene Wohnumfeld. Knapp die Hälfte der Befragten erfuhren häusliche Gewalt auf psychischer Ebene und knapp ein Drittel auf körperlicher Ebene. Bei weitem nicht alle dieser Fälle kommen auch zur Anzeige, sondern ganz im Gegenteil, nur die wenigsten gehen oder suchen den Weg zur Polizei aus Scham oder auch aus Sorge dafür, dass ihnen nicht geglaubt wird. In der Dresdner Interventions- und Koordinierungsstelle, also der Anlaufstelle für Beratungen zum Thema häusliche Gewalt, wurden im letzten Berichtsjahr 1.300 Personen beraten, darunter waren 400 Kinder, also 30%. Die Beratungsanfragen steigen und die Kapazitäten in dieser, aber auch in allen anderen spezifisch ausgewiesenen Beratungsstellen zum Thema häusliche Gewalt und oder sexualisierte Gewalt sind ausgelastet. Es besteht also dringender Handlungsbedarf und so wird es in der Vorlage, die wir heute beschließen sollen, auch dargestellt. Die Istanbul-Konvention, also die Konvention des Europarates zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt, macht da eigentlich ziemlich klare Vorgaben, nämlich, dass pro 40.000 EinwohnerInnen ein Familienzimmer in einer Schutzeinrichtung vorgehalten werden soll. Für Dresden wären das dann 56 Zimmer. Es gibt aber nur 18. Die Kapazitäten müssen also verdreifacht werden, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Aber nicht nur der Ausbau und die Ausweitung der Kapazitäten, sondern die Bekanntheit des Hilfesystems ist auch ein Thema. Auch das wurde in der eingangs erwähnten Studie abgefragt und es hat sich herausgestellt, dass ganz viele Betroffene überhaupt nicht wissen, was es für Anlaufstellen gibt und wo sie sich hinwenden können. Das heißt, es ist eine Aufgabe, das Hilfesystem auszubauen, aber vor allen Dingen auch dafür zu sorgen, dass es bekannter gemacht wird, dass Betroffene auch wissen, wohin sie sich wenden können.
In der Vorlage sind die Bedarfe und vor allem auch die Fehlstellen wirklich gut herausgearbeitet. Und auch die Handlungsvorschläge, die hier abgeleitet sind, sind ziemlich passgenau und gut auf die Fehlstellen ausgerichtet. Daher halten wir als Linksfraktion es auch für extrem wichtig, dass diese verschiedenen Konzepte zur Bekämpfung von Gewalt heute beschlossen werden und dann vor allem auch umgesetzt werden. Ein was möchte ich dennoch erwähnen, nämlich dass der Bereich der Prävention und auch die Arbeit mit Tätern, insbesondere aber auch mit Täterinnen, noch nicht umfangreich aufgegriffen worden ist. Und beides sollte unserer Ansicht nach im weiteren Erarbeitungsprozess stärker in den Fokus gerückt werden. An der Stelle, ich habe zwar nur noch ein paar Sekunden, aber ich schaffe es vielleicht noch knapp, möchte ich auf eine ganz aktuelle Studie verweisen, die ja gerade auch ziemlich heiß diskutiert wird, nämlich die Studie von Plan International Spannungsfeld Männlichkeit. Da wurden junge Leute befragt zu allen möglichen Themen, unter anderem auch zum Umgang mit, zur Vorstellung von Männlichkeit und anderem. Und in dieser Studie sagte ein Drittel der befragten jungen Männer, dass sie gegenüber Frauen schon mal handgreiflich werden, um Respekt einzuflößen. Und dieses Ergebnis, also ist erschreckend, deckt sich aber eben mit Studienergebnissen, die wir ja auch schon kennen aus der Vergangenheit. Das zeigt einfach, dass der Bereich Prävention, die Arbeit mit Täterinnen und Tätern und auch die Frage von Rollenbindern und Vorstellungen von Männlichkeit ein Thema sind, was dringend bearbeitet werden muss. Ansonsten danke ich für die sehr detaillierte Vorlage und werbe für Zustimmung. Vielen Dank. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde SPD-Fraktion, Frau Holowenko. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, am 1. Februar 2018 trat die Istanbul-Konvention zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt und sexualisierter Gewalt in Kraft. Erst seit Februar diesen Jahres gilt sie endlich auch uneingeschränkt in Deutschland. Bereits 2020 wurde auf Antrag der SPD-Fraktion hier im Stadtrat der Beschluss zum Bekenntnis und zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Dresden gefasst. Dieser Beschluss beinhaltete, dass dem Stadtrat bis Anfang 2021 ein Konzept zur Umsetzung vorzulegen ist, welches unter anderem auch den Schutzbedarf männlicher Opfer häuslicher und sexualisierter Gewalt sowie das Einbinden von Akteurinnen des lokalen Hilfesystems vorsah. Die Stadt Dresden sollte zudem eine Erweiterung der Kapazitäten in Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen planen. Sicher war es auch der Corona-Pandemie geschuldet, dass das im SPD-Antrag geforderte Konzept den Stadtrat erst fast 2 Jahre später im Winter 2022 als Vorlage erreichte. In der Beschlusskontrolle zum SPD-Antrag vom 23. Januar diesen Jahres wurde zudem angekündigt, dass eine Erweiterung der Kapazitäten in Schutzeinrichtungen derzeit in Planung ist. Bislang hat den Stadtrat diesbezüglich jedoch noch keine Vorlage erreicht. Der heute zu fassende Beschluss zum Umsetzungskonzept der Istanbul-Konvention ist ein wichtiger Schritt, der aber bei Weitem nicht ausreicht, um die Problematik nachhaltig anzugehen. Das zeigt nicht nur die aktuelle Berichterstattung zur Studie mit dem Namen Spannungsfeld Männlichkeit, Frau Barko hat es ja gerade schon erwähnt, von Plan International. Die Ergebnisse dieser Studie sind so erschreckend, dass man gern den vorgebrachten Zweifeln an der Methodik glauben möchte, um die Eindrücklichkeit der Ergebnisse zu entschärfen. Doch damit macht man es sich zu leicht. Häusliche Gewalt ist ein reales und gravierendes Problem in Deutschland. Und nicht nur deshalb müssen wir von der Verwaltung die angekündigten Maßnahmen nun auch zügig umsetzen. Häusliche Gewalt ist nicht erst seit den Corona-Jahren ein gesellschaftliches Problem. Sie betrifft alle Geschlechter, vor allem aber Frauen und Kinder. Deshalb müssen wir immer wieder aufklären, sensibilisieren, politische Lösungen suchen und vor allem müssen wir den Opfern helfen. Bereits heute werden in Dresden wesentliche Anforderungen der Istanbul-Konvention durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Akteurinnen aktuell lokal umgesetzt. Das ist ein guter und wichtiger Ansatz und dennoch decken die Strukturen den Bedarf bei Weitem nicht. Damit allen Betroffenen den nötigen Zugang zu Hilfesystemen gewährt werden kann, müssen die noch vorhandenen Schutzlücken durch geeignete Maßnahmen geschlossen werden. Als SPD-Fraktion setzen wir uns weiterhin dafür ein, dass Dresden ein sicherer und solidarischer Ort für alle Menschen wird. Und damit das gelingt, müssen die Anforderungen und bedarfsgerechten Strukturen weiter ausgebaut werden. Die Zeit drängt, fangen wir damit an. Wird FDP das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Freie Wähler, freie Bürger? Nein. Dissidenten? Auch nicht.
Dann AfD-Fraktion, Frau Walter. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, verehrte Dresdnerinnen und Dresdner. 1993 fährt eine junge Mutter mit dem Auto über den Schillerplatz, neben ihr ein übellauniger Mann, den es nervt, dass die junge Frau nicht so fährt, wie er es will. Als sie ihm erklärt, dass PKWs in der Busspur nicht fahren dürfen, schlägt seine Faust auf ihr linkes Ohr, das daraufhin für ein paar Wochen geprellt war. Die junge Frau ist aufgewachsen in der DDR, wo bereits 1949 im Grundgesetz die Gleichberechtigung von Mann und Frau verankert war. In der BRD geschah dies im Übrigen erst 1980. Sie setzt den Mann noch am gleichen Tag samt seiner Sachen vor die Tür und ließ ab diesem Tag nie wieder zu, dass einer die Hand gegen sie erhebt. 30 Jahre später, am 11. Februar 2023, wird in Krimitschau eine Frau aus Afghanistan, 33 Jahre jung, von ihrem Mann vor den Augen ihrer 5 Kinder erstochen, ein Ehrenmord, getötet, um zu demonstrieren, was passiert, wenn eine Frau aufmüpfig wird und sich nicht an die Regeln des Mannes und seiner Familie hält. Nachlesen können Sie das auf der Webseite ehrenmord.de. Auf der Seite finden Sie alle dokumentierten Fälle eines Ehrenmordes in der Bundesrepublik seit 1981. Ich kann Ihnen sagen, es ist wirklich schwer, manche Dinge davon zu lesen. Zwischen diesen Beispielen aus zwei verschiedenen Lebenswelten und Jahrzehnten, aber in unserem Land, gibt es unfassbar viel Gewalt in den unterschiedlichsten Formen von Grausamkeiten gegen Frauen und Mädchen auf unserer Welt. Die Istanbul-Konvention des Europarats ist das internationale Abkommen zur Bekämpfung geschlechterspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Sie definiert Gewalt gegen Frauen und Mädchen als Menschenrechtsverletzung und als Zeichen der Ungleichstellung von Frauen und Männern. Sie führt in ihrer Präambel einiges zu den schweren Formen der Gewalt gegen Frauen aus: häusliche Gewalt, Vergewaltigung, Zwangsverheiratung, Ehrenmorde, Genitalverstümmelung. Seit Februar 2018 ist die Konvention in Deutschland geltendes Recht. Wer sich die Mühe macht, den Text der Istanbul-Konvention zu lesen, der versteht, warum die Intention sich in der Hauptsache auf Frauen und Mädchen ausrichtet und nicht, wie uns in der Vorlage weisgemacht werden sollte, auf Menschen aller Geschlechter und jeder sexuellen Ausrichtung. Ja, es stimmt, Artikel 2.2 besagt, die Vertragspartner werden ermutigt, dieses Übereinkommen auf alle Opfer von häuslicher Gewalt anzuwenden. Allerdings führt eben jener Artikel auch deutlich aus, die Vertragsparteien verpflichten sich bei der Durchführung dieses Übereinkommens, ein besonderes Augenmerk auf Frauen zu richten, die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt geworden sind. Und ich finde, angesichts der Gewalt, die viele Frauen und Mädchen täglich erleben, braucht es auch keine Aufweichung des Begriffes Frau durch die in der Vorlage verwendete Bezeichnung des Weiblichen als die des Nicht-Männlichen. Manchmal denke ich ja, den Verfassern ist nichts zu blöd. Damit Sie mich nicht falsch verstehen, mich persönlich widert jede Form von Gewalt an. Und mir ist ja auch die Sexualität eines Menschen völlig egal, solange sie frei von Zwang, frei von Manipulation, frei von Schaden an Leib und Seele und vor allem privat ist. Allerdings bin ich ebenso wie meine Fraktionskolleginnen und Kollegen vehement gegen die mittlerweile überall offensiv vorangetriebene Aufnahme von Begrifflichkeiten in jedwede dafür geeignete Vorlage, die die Auflösung der Anerkennung biologischer Geschlechter zum Ziel haben. Bei der Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes, das in weiten Kreisen der Bevölkerung vor allem für Kopfschütteln gesorgt hat, gab es auch erheblichen Widerstand von Frauenrechtsorganisationen. 25 Fraueninitiativen forderten im Oktober 2022 in einem Appell, Mädchen- und Frauenrechte müssen geschützt werden. Das biologische Geschlecht als Kategorie muss erhalten bleiben. Frauenräume sind zu schützen und Hormone sind keine Therapie für das Leiden von Mädchen in Rollenzwängen. Solange jeder Mann, dem es aus welchen Gründen auch immer beliebt, beim Standesamt erklären kann, ab sofort eine Frau zu sein und Pubertätsblocker beworben werden, solange werden wir uns an einer weiteren Zementierung dieses gerade auch für junge Menschen hochgradig gefährlichen Weges nicht beteiligen. Es ist meine feste Überzeugung und Erfahrung, starke, selbstbewusste Frauen und Mädchen entwickeln sich im Bewusstsein ihrer Natur und ihres gesellschaftlichen Umfeldes sowie in der Auseinandersetzung
Und ja, gelegentlich auch im harten Kampf mit diesen, aber keinesfalls aus der ideologischen und politisch beförderten Unsicherheit heraus, bin ich nun Fleisch oder Fisch oder für manche verständlicher Blumenkohl oder Brokkoli. Bleiben Sie also bitte bei der Zielstellung der Istanbul-Konvention, dem Schutz aller Frauen und Mädchen in unserer Stadt vor Gewalt und Missbrauch, und wir stimmen dem gerne zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächste Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen, Nils Gröber. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, werte Anwesende. Simone de Beauvoir hat einmal gesagt, niemand ist Frauen gegenüber aggressiver oder herablassender als ein Mann, der sich seiner Männlichkeit nicht ganz sicher ist. Wir leben in einem Land, in dem 34% der befragten Männer in einer Umfrage angeben, eine Frau bereits geschlagen zu haben, um sich Respekt zu verschaffen. Und 33% der Befragten es okay finden, dass jemand bei einem Streit schon einmal die Hand ausrutscht. Wie klein muss also ein Mann sein, der sich nur durch Gewalt profilieren kann? Zu Beginn möchte ich meinen tiefen Dank aussprechen. Mein Dank gilt allen Mitarbeitenden in Schutzeinrichtungen, die sich täglich um traumatisierte Menschen kümmern, ihnen Halt und Strukturen geben. Vielen Dank für Ihre unermüdliche Arbeit. Sie leisten alle Großes. Weiterhin möchte ich alle beglückwünschen, die sich aus einer toxischen oder gewaltvollen Beziehung befreit haben. Es ist ein großer Schritt, der viel Mut abverlangt. Ihnen gebührt meine volle Bewunderung. Ein weiterer Dank gilt allen Freundinnen, Familienmitgliedern, Arbeitskollegen und Bekannten, die Menschen helfen, sich aus Beziehungen zu befreien, die sie kaputt machen oder zermürben. Und allen Betroffenen von häuslicher Gewalt möchte ich die Worte von Nicole Jäger aus ihrem Buch Unkaputtbar richten. Ihr werdet gesehen, ihr werdet gehört und ihr seid nicht allein. Nun zu unserem interfraktionellen Ergänzungsantrag. Punkt 2 ist relativ einfach. Dieser konkretisiert, dass die einzelnen Fachbereiche den Stadtrat bis zum Ende des zweiten Quartals 2024 einen oder mehrere Beschlussvorlagen zur Abstimmung vorlegen sollen. Punkt 3 konkretisiert, dass bei der Umsetzung der einzelnen Fachbereiche Folgendes in den Fokus genommen wird. Zum einen die aktuellen städtischen Angebote, die dabei fortgeschrieben und weiterentwickelt werden sollen, und zusätzlich die Ermittlung der inhaltlichen und strukturellen Bedarfe für präventiven Gewaltschutz. Punkt 4 bezieht sich auf die Aufgabe im Bereich Gewaltschutz, die sich für die Landeshauptstadt Dresden aus Bundes- und Landesgesetzen ergeben. Diese sollen explizit dargestellt werden. Gleichzeitig sollen diese Aufgaben in den Konzepten der einzelnen Fachbereiche mit konkreten Zielen und Zeitachsen untersetzt werden. Dieser Ergänzungsantrag hatte bereits im Jugendhilfeausschuss eine Mehrheit erhalten, von allen Anwesenden. Ich würde mir wünschen, dass dieser Ergänzungsantrag auch hier eine Mehrheit findet. Und zu diesen widerlichen Äußerungen von Ihnen, Frau Walter. Unterirdisch und widerlich. Danke dafür die Ergänzung. Das Bundesfrauenhausnetzwerk hat sich für das Selbstbestimmungsgesetz ausgesprochen, weil es eben für alle da ist, weil es alle unter Schutz stellt, nicht so wie Sie. So, damit ist die Fraktionsrunde beendet. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommt bitte schön, Frau Dr. Vogel.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe nur einige Anmerkungen. Frau Walter, ich schäme mich meiner Geschlechtsgenossin, dass Sie sich bei diesem Thema instrumentalisieren lassen, in dieser menschenverachtenden Weise Ihrer Partei, ist peinlich. Dann weiß ich nicht, in welchem Staat Sie gelebt haben, aber der Satz, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, besteht seit 1949 in der bundesdeutschen Verfassung, nicht erst seit 1980. Ich meine, in der DDR-Verfassung gab es diese Norm nicht. Auch wenn andere Dinge durchaus gleichberechtigter waren als in der bundesdeutschen Verfassung. Aber das ist hier nicht unser Thema. Zweite Anmerkung. Ich finde es perfide, inwieweit Sie en passant hier suggerieren, dass ein Faustschlag auf das Ohr einer Frau in Dresden besser sein solle als ein Ehrenmord eines afghanischen Mannes. Es tut mir leid, diese perfide Suggestion, Ausländer würden ihre Frauen schlechter behandeln als Deutsche, dafür habe ich keine Worte. Es gibt deutsche Frauen, die von deutschen Männern jeden Tag in Deutschland geschlagen, gedemütigt und ermordet werden. So, das ist das Zweite. Und dann möchte ich nur meinen wirklichen Respekt ausdrücken vor Nils Kröber. Er ist in dieser Debatte, und ich bin es leid mittlerweile, dass, wenn es um häusliche Gewalt geht, hier immer nur Frauen stehen und die Männer pikiert weggucken, und damit meine ich alle in diesem Raum. Ich bin es wirklich leid. Wo sind die Männer, und Nils Kröber, vielen Dank, die sagen, wie kann es sein, dass 80% von Frauen so behandelt werden in diesem Land? Ich schäme mich. Ich wünsche uns allen, dass wir alle, Frauen und Männer, etwas dazu tun, dass diese Situation besser wird und dass alle Männer diese Thematik für sich entdecken und nicht wegschauen. Vielen Dank. So, das hat weitere Wortmeldungen zur Folge. Frau Dr. Schöps und dann Herr Nitsche. Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich kann das nicht so auf mir und meiner Fraktion und gerade als mir als Frau in der AfD sitzen lassen. Zum Ersten, ich unterstreiche und ich teile jedes einzelne Wort, was meine Fraktionskollegin hier in diesem Saal gesagt hat. Sie hat damit völlig recht. Wenn wir uns mal anschauen, was draußen so auf den Straßen passiert, Sie haben ja vielleicht jetzt gelesen in den Medien, heute ist in Schertnitz, in meinem Wahlkreis, wieder ein sehr trauriger, brutaler Vorfall passiert, das heißt, soll eine Geiselnahme gegeben haben. Der Geiselnehmer, übrigens ein Tunesier, wie es in allen Medien stand, ist dann später auf der Flucht abgestürzt, vom Hochhaus runtergestürzt, zu Tode gestürzt. Es ist vielleicht ein Extremfall, aber wenn ich dran denke, was mir so meine Tochter oder ihre Freundin berichten, wenn sie aus der Schule nach Hause gefahren ist, zur Schule gefahren ist, selbst früh auf dem Weg zur Schule, wurde sie von männlichen Personen dumm angemacht, blöd angeklotzt. Das ist kein Übergriff, das ist nicht, dass jemand begrapscht hat, aber das sind schon Blicke, das sind schon Gesten, die einer Frau sehr wehtun, die sie beleidigen, die sie nicht erleben möchte. Und die Erfahrungswerte, die unsere Frauen und Mädchen da draußen auf der Straße haben, die mit uns reden, ihre Familien reden mit uns. Es ist nun mal so, dass da zwischen dem Verhalten von jungen und etwas nicht ganz so jungen Männern gegenüber von Frauen, dass dort ein Zusammenhang mit dem kulturellen Hintergrund durchaus besteht. Das ist der Erfahrungswert. Und leugnen Sie das doch nicht. Und wenn Sie die Sache bekämpfen wollen, dann müssen Sie die Ursache erst mal anerkennen. Und wenn Sie die Ursachen anerkennen, können Sie Konzepte entwickeln, wie Sie das gerne beseitigen wollen in Deutschland. Denn so geht das nicht weiter. Und wir als AfD werden uns auch weiterhin für die Rechte, für die Sicherheit unserer Frauen und Mädchen, natürlich auch für die Männer, hier einsetzen. Denn wir sind die Partei, die diese Sachen ernst nimmt. Wenn man mal guckt, es ist eigentlich nur die AfD, die das noch offen benennt. Alle anderen gucken entweder betreten weg, versuchen es unter den Teppich zu kehren oder versuchen irgendwas von toxischer Männlichkeit hier rumzulabern. Aber das hilft uns nicht weiter, das löst das Problem nicht, das verschleiert es nur. Vielen Dank. Herr Nitsche.
würde das kurz vom Saalmikrofon machen. Meine Damen und Herren, kurz am Anfang ein Zitat. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Herkunft, seiner Heimat, seines Glaubens, seiner religiösen politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Sie kennen das wahrscheinlich alle, auswendig vielleicht sogar, das ist schön. Artikel 3 und Absatz 3 des Grundgesetzes. Meine Damen und Herren, wir werden der Istanbul-Konvention und den Anträgen hier zustimmen, aber wir müssen uns auch insoweit ehrlich machen, als dass wir sagen müssen, dieses Männlichkeitsbild, was in Teilen unserer Gesellschaft vorherrscht, ist eben ein großer Teil des Problems. Und dieses Männlichkeitsbild hat vielerlei Ursachen, aber es gibt halt gewisse Ursachen, die dominieren. Und das findet man halt eben häufig in der Herkunft und im Glauben. Und nicht umsonst haben 50% der Frauen, die jetzt mehr diesen Bedarf erstmal darstellen, für den wir jetzt hier etwas beschließen, haben die Migrationshintergrund. Und nicht umsonst gibt es diesen Anwuchs in den letzten Jahren. Meine Damen und Herren, so ehrlich muss man sein, dieses Problem muss man benennen. Nächste Rednerin, Frau Baku. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ja, ganz genau, wenn es um die Frage geht von toxischer Männlichkeit, davon, dass Verhaltensweisen, die vermeintlich als männlich angesehen werden, nämlich beispielsweise, dass der Mann das Recht hat, sich durchzusetzen oder Gewalt anwendet gegen Frauen, wie es die Studie, die vorhin schon mehrfach zitiert wurde, von Plan International zum Thema Männlichkeitskulturen zutage gefördert hat, etc. Immer wenn solche Themen aufkommen, springt reflexhaft die rechte Seite auf und sagt, das sind ja aber nur die Ausländer. Um damit zu verdecken, dass es nämlich, doch, ich habe sehr genau zugehört und ich kenne auch die Studienlage sehr genau. Häusliche Gewalt, also Partnerschaftsgewalt zu Hause, haben 30% der Frauen in Deutschland schon mal erlebt. Und es gibt eine Gruppe, die ist höher betroffen, ich hatte das vorhin auch erwähnt, tatsächlich sind es Frauen mit Migrationshintergrund, die häufiger betroffen sind. Die Studienlage zu allem anderen ist dünn und das sind alles Zahlen aus dem Jahr 2004, auf die sich bezogen wird. Seitdem gibt es keine wissenschaftliche Untersuchung dazu, wie das mit der Nationalität aussieht. Aber Fakt ist, dass häusliche Gewalt ein Thema ist, was geschlechtsspezifische Gewalt ist, unabhängig von der Herkunft der Täter und unabhängig von der Herkunft der Opfer, sondern es ist eine geschlechtsspezifische Gewalt. Das ist hier der Kern. Und anstatt daran zu arbeiten, jetzt versuchen, das Problem irgendwie abzuschieben und zu sagen, naja, wenn wir jetzt hier nur unter Deutschen wären, wäre ja alles fein. Genau so ist das nämlich nicht. Und das sind immer die gleichen Argumente, die hier kommen oder vermeintlichen Argumente, die hier kommen, um von einem Problem abzulösen und vielleicht auch mal eigene Verhaltensweisen hinterfragen zu müssen. So, meine Damen, meine Herren, dann kommen wir jetzt in den Abstimmungsprozess. Es gibt einen Ergänzungsantrag interfraktionell, der zunächst abzustimmen ist und dann über den ergänzten oder nicht ergänzten federführenden Ausschussbericht. Wer dem Ergänzungsantrag folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.49 Ja-Stimmen, 13 Nein, keine Enthaltung, wäre so aufgenommen. Und dann kommen wir über den so ergänzten federführenden Ausschussbericht zur Schlussabstimmung. Damit so beschlossen. An dieser Stelle würde ich gerne mit Ihnen wieder einen kleinen Break machen wollen. Wie ich schon angekündigt habe,
dass wir zum nächsten Wahlgang schreiten, sodass wir es auch noch sicher auszählen können und Ihnen die Ergebnisse mitteilen können. Und denken Sie daran, es ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig, damit am Ende erfolgreich die Wahl vonstatten geht. Und insoweit darf ich bitten, jetzt die Stadträtinnen und Stadträter aufzurufen und auch die Ersten wieder die Wahlurnen zu prüfen. Frau Arnert, Frau Abel, Herr Aschenbach, Frau Barkow, Frau Bischofberger, Herr Blödner, Herr Böhm, Herr Braun, Herr Dr. Brauns, Herr Breuer, Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Dreves, Herr Engel, Frau Filius-Jähne, Herr Fischer, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmar, Herr Gilke, Herr Göhler, Herr Hannig, Herr Hans,